Wir glauben alle an dich. Wait, darf ich ein Bier mit Ihnen trinken? Natürlich. Ich liebe das Leben und alle, die daran teilhaben. Danke. Und als Schriftstellerkollege muss ich mit Ihnen über das Handwerk reden. Wenn wir doch nur diese Arme loswerden könnten und den Stift direkt mit dem Herzen führen würden, habe ich recht? Jungs, ich hab seinen Stift. Na sowas, das sieht aus wie der junge Charlie Chaplin. Sir, bitte nehmen Sie dieses Geld und verfolgen Sie Ihre Träume. Dankeschön. Stewie, ich glaube, das war der junge Hitler. Du hast gerade Hitler finanziert. Ja, aber bevor er den ganzen Quatsch gemacht hat. Gut, Chris, fassen wir zusammen, was du bis jetzt gelernt hast. Nein, nein, nicht feuern. Das ist gut. Heil Hitler. Am liebsten eine Körblegröße SS. Da wären wir. Weihnachten 1776. Der Vater unserer Nation, George Washington, wird bald mutig den Delaware überqueren. Was hat er an den Armen? Das sind Schwimmflügel. Er hatte schreckliche Angst vor Wasser. Vorsicht! Das vorsowjetische Russland, das stand nicht auf meinem Reisemanifest. Das ist eine persönliche Angelegenheit. Hey, Pavlov, du verschissener Hundequäler! Was hältst du von der positiven Verstärkung? Ja, gut, wo geht's als nächstes hin? Ich will noch mehr Wissenschaftler umbringen. Hey, amüsierst du dich hier gut? Oh ja! Herzlich bedanken. Gewisse unerwartete Entwicklungen haben dazu geführt, dass ich nicht länger auf einen Arbeitsplatz angewiesen bin. Nichtsdestotrotz will ich nicht versäumen, Ihnen meine Dankbarkeit für Ihre unerschütterliche Fairness und Ihren Glauben an mich auszudrücken. Und es liegt ein fetter Kackhaufen auf Ihrem Schreibtisch. Wer hat Hunger? Wir haben Hunger! Hey Kinder, wollt ihr ein furchtbar gesundes Sandwich? Nein! Schade, denn eure kürzlich geschiedene Mom steht auf ihren Trainer. Und der ernährt sich auch so. Also müsst ihr da jetzt durch. Mandelbutter und Fruchtaufstrich ohne Zuckerzusatz. So wie Erdnussbutter und Marmelade, aber mit mehr Vögelei eurer Mom mit diesem Typen. Ich nenne mich selbst Kaya. Na gut, ich werde ihn finden. Gott, tut mir leid. Du bist ja noch humorloser als ein Tintenfisch auf dem Meeresgrund. Wow, wir sitzen hier ganz schön in der Tinte. Und was mache ich? Ziele ich einfach auf den Teich? Nein, du sollst ihn nicht ins Wasser schlagen. Du hast ihn ins Wasser geschlagen. Ich weiß, ich habe ihn ins Wasser geschlagen. Warum gibt es überhaupt Wasser, wenn der Ball da nicht rein soll? Weil es Spaß macht. Wir haben Spaß. Das ist weiter geflogen als dein Ball. Du hast mir versprochen, deine Socken zu stopfen. Naja, ich habe angefangen, sie zu stopfen, aber sie waren noch unerfahren. Also musste ich mir doch einen runterwedeln. Wie kommst du darauf, dass ich mit die Socken stopfen so etwas gemeint habe? Durch Dirty Amelia Bedelia? Bin fast fertig mit dem Teppich hier. Peter, bleib ruhig. Ich rufe die Zentrale an und fordere ein Team an, das euch beide runterholt. Gut, aber mach bitte schnell. Ich habe später Bandprobe. Ich spiele so gern Maracas, die machen Spaß. Was da wohl drin ist? Sand oder Reis vermutlich. Oder kleine Muscheln? Oh nein, vielleicht sind es Knochen. Nein, nein, Knochen sind zu groß. Aber Babyknochen nicht? Nein, niemand würde ein paar Babys für Maracas umbringen. Und wie würde man die töten? Ich würde eine Badewanne nehmen. Da könnte man so 8 auf einmal umbringen. Und es macht sie weich. Da kriegt man die Knochen leichter raus. Joe hat gerade ein Baby gekriegt. Ich habe ein Baby zu Hause. Und eine Badewanne. Peter, du wirkst unkonzentriert. Denkst du schon wieder dran, Babys zu töten? Nein. Jetzt musst du die auch umbringen.